Zerstöre jeden Widerstand.
Audiolog von Charles Hollis, technischer Leiter, 5. September 2145. Um unsere Ressourcen für die Lebenserhaltungssysteme zu schonen, hat der Unternehmensrat beschlossen, ab dem 1. Oktober 2145 alle Umweltprozessoren in dem allgemeinen Bereich von Standort 2 vom Netz zu nehmen. Morgen schicke ich E-Mails an alle Teamleiter mit der Bitte um Verlegung ihrer Ausrüstung auf Standort 3. Wir glauben, wir haben von Standort 2 genug nützliches Material für das Projekt gewonnen und wollen unsere Ressourcen jetzt für die Untersuchung von Standort 3 nutzen. Ende der Logaufzeichnung.
Schleuse aktiviert. Wir verlassen Standort 2. Nächster Halt, Delta-Komplex. Techniker zum Delta-Komplex, Zugangsrampe. Ausfall des Überwachungssensors detektiert.
Ausrichtung. Zerstört ihn! Geschütztürme online. Achtung, automatische Geschütztürme offline.
Alle Delta-Operationen eingestellt. Audiolog von Robert Price, Delta-Abteilung, Leiter für Personalrekrutierung, Beurteilung und Einsatz. Wir können kaum noch Techniker für Einsätze im unteren Delta-Labor gewinnen. Nach dem ursprünglichen Überangebot von Freiwilligen besteht nach 6 Monaten nun ein kritischer Mangel an qualifizierten und einsatzbereiten Kräften. Lohnerhöhung und Boni haben daran wenig ändern können. Kündigungsgespräche und wöchentliche medizinische Besprechungen bei Delta haben ergeben, dass die Anzahl plötzlicher und unerklärlicher psychischer Erkrankungen weit über alle akzeptablen Grenzen hinausgeht, selbst für den Mars. Hier oben spricht man abfällig von Subdeltas. Es steht zu befürchten, dass diese Einstellung sich auch auf andere Bereiche der UAC ausbreitet. Audiolog von Robert Price, Delta-Abteilung, Leiter für Personalrekrutierung, Beurteilung und Einsatz. Disziplinarverfahren Bericht 4C-8 auf Anforderung der Verwaltung von Mars City. Aus Delta Labor 1 wurde ein Problem mit dem Diebstahl von Sicherheitsausrüstung gemeldet. 4 Mitgliedern des Sicherheitsdienstes des Delta Labors wurde ein Verweis erteilt. Gegen 3 weitere wird ermittelt. Offenbar wurde an mehreren Stellen im Delta Labor Verstecke mit Waffen, Rüstung und Munition entdeckt. Ein Teil der fehlenden Ausrüstung haben wir gefunden und es liegen Hinweise auf weitere Verstecke vor. Ich lasse Lagerraum 21-D mit Sicherheitscode 298 durchsuchen, wo weiteres Diebesgut sein könnte. Ich hoffe, sämtliches Diebesgut und die verantwortlichen Mitarbeiter zu finden.